Hasberger Pütt, Quelle des Lebens. Schon als Kind hat es mich zusammen mit meinem Nachbarn und besten Spielkameraden Harald zum Unnersberger Pütt gezogen. Pütt bedeutet Schacht oder Mine, aber in rheinischer und Solinger Mundart auch Brunnen. Es ist ein schattiges Plätzchen, kühl, selbst im Sommer und immer ein wenig feucht, eher unscheinbar neben der schmalen Straße gelegen. Auf den Mauern rundum wächst Moos, irgendwo plätschert Wasser. Man kann es nicht so recht bestimmen, denn die gekachelte Rinne, durch die einstmals Wasser aus dem Pumphäuschen strömte, liegt seit Jahren trocken und still. Aber die Kühle und Feuchte sind nicht der Grund, warum mir an diesem Ort immer ein wenig schauert. Es liegt etwas in der Luft, das sich nicht so recht erklären lässt. Auch damals schon, als Zehnjährige, zog mich etwas hierher, was mir gleichzeitig Angst einjagte. Lag es an der mit einem Vorhängeschloss versehenen Handpumpe oder dem Häuschen, aus dem jeden Moment eine Hexe hervorspringen konnte? Erst Jahre später erfuhr ich, dass hier einst meine Eltern als Jugendliche Wasser geholt hatten. Denn damals, am 4. November 1944, zerstörten die britischen Bomber das Wasserwerk in Glüder und unterbrachen damit die Wasserversorgung der Stadt. Meine 12-jährige Mutter musste danach mit Eimern von der Wachtelstraße hierher, um für die überstrenge Mutter ihrerseits Wasser zu holen. Auch mein Vater kam von der Weinsbergtalstraße, um für seine Mutter und seinen kleinen Bruder zu sorgen. Am 5. November lief er gerade mit vollen Eimern los, als die britischen Bomber ein zweites Mal angriffen. Während sich mein Vater in den Graben warf und hoffte zu überleben, ging die Altstadt Solingens in Flammen auf. Er war damals 15. Trotz des gurgelnden Wassers ist es still hier und doch spüre ich etwas. Es liegt sozusagen etwas in der Luft, etwas Altes und Gravierendes. Etwas murmelt. Nein, es ist nicht das Wasser. Im Geist sehe ich Frauen in sorgfältig ausgebesserten Röcken und alten Mänteln, die Haare unter Kopftüchern verborgen. Schlange stehen, an jeder Hand einen Zinkeimer. Dazwischen warten Kinder, deren Hosen und Schuhe längst zu klein sind. Alle sind dünn, ja knochig. Doch das ist nicht, was auffällt. Es sind ihre Gesichter, in deren geweiteten Augen der Schrecken steht. Immer wieder schauen sie gen Himmel, sprechen mit gedämpften Stimmen oder gar nicht, so als wollten sie auf nahende Flieger horchen. Gleichzeitig steht da ein Glimmer der Freude und Hoffnung geschrieben, sobald sie ihre Eimer mit dem frischen, sauberen Nass gefüllt haben. Trotz der schweren Last gehen sie irgendwie erleichtert davon, nach Hause, in ihre Wohnungen, deren zerbrochene Fenster den Novemberwind hereinlassen. Keiner von ihnen ahnt, wie es weitergehen, wie lange der Krieg noch dauern wird. Sie wissen nicht einmal, was es morgen zu essen geben wird, geschweige denn, ob sie ihre Männer, Brüder, Onkel oder Söhne je wiedersehen werden. Für mich ist der Pütt ein Wahrzeichen für unsere Vergangenheit, ein Denkmal, das an die Geschichte unserer Eltern erinnert, an die Überlebensfähigkeit und Willigkeit der Solinger. Er überbrückt unsere Geschichte, verbindet mühelos Vergangenheit mit Gegenwart. Auch heute lädt der Pütt zum Verweilen am Teich ein, auf dem, wenn man Glück hat, Enten ihre Jungen aufziehen, an dessen Ufer man im Schatten der Weiden einen Moment der Ruhe genießen kann. Gleichzeitig steht der Pütt für die Eventualität eines Notfalls bereit. Für mich ist der Pütt unvergänglich, allzeit bereit, stetig, jedem, der fragt, mit seinem lebensspendenden Nass dienlich zu sein.